Die Revision ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt im Strafprozess, denn es ist regelmäßig die letzte Möglichkeit zu überprüfen, ob gegen einen Bürger eine strafrechtliche Sanktion verhängt wird. Und das bedeutet, zumindest in den rund 3000 strafrechtlichen Revisionen, die wir pro Jahr beim Bundesgerichtshof haben, die Verhängung von nicht bewährungsfähigen, oftmals langjährigen Haftstrafen. Zum einen ist es doch so, dass im Grunde genommen bei allen Vorschriften, in allen Bänden die revisionsrechtlichen Konsequenzen immer schon mitkommentiert sind. Und wir haben auch mit mehr als 400 Seiten allein für die Vorschriften über die Revision in Band 3 hier doch einen deutlichen Schwerpunkt gesetzt. Wir haben auch ganz bewusst eine Doppelautorenschaft gewählt mit einem sehr renommierten und erfahrenen Revisionsstrafverteidiger, einem Hochschullehrer, und dadurch, dass die Rechtsprechung natürlich auch ausgewertet wird, haben wir alle drei Perspektiven auf das Strafprozessrecht hier in der Revision untergebracht. Jeder Revision geht ein Strafverfahren voraus, aber bei weitem nicht jedes Strafverfahren endet mit der Revision. Das heißt, wir müssen auch für den großen Bereich der Alltags- und teilweise auch Bagatellkriminalität natürlich solide Kommentierungen liefern, beispielsweise im Bereich des Strafbefehlsverfahrens, im Bereich der Einstellung aus Opportunitätsgründen und dergleichen. Im Grunde genommen an alle, die vertieft mit dem Strafprozessrecht sich beschäftigen, das sind natürlich die Leute aus der Justiz, Richter, Staatsanwaltschaften, ganz besonders aber auch Rechtsanwälte, die in einem bestimmten Schwerpunkt sich mit dem Strafrecht befassen. Wir haben deswegen ganz gezielt auch außer der Strafprozessordnung noch andere Gesetze, die da immer wieder eine Rolle spielen, etwa die verfahrensrechtlichen Vorschriften der Abgabenordnung im Steuerstrafrecht, die Verfahrensvorschriften des Jugendgerichtsgesetzes und so weiter, mitkommentiert. Ich komme ja aus der Hochschule und bin deswegen immer so etwas im Elfenbeinturm. Deswegen fasziniert mich es in besonderer Weise, sich mit der Realität des Strafverfahrens zu beschäftigen. Und es ist ja auch ganz klar, dass für den Hauptbetroffenen, für den Angeklagten nicht entscheidend ist oder nicht so wichtig ist, ob er jetzt wegen des einen oder anderen Tatbestandes zur gleichen Strafe verurteilt wird, sondern wie überhaupt der Prozess läuft, ob Beweismittel verwertet werden dürfen, ob es zu einer Verurteilung kommen kann und so weiter. Deswegen ist das Strafprozessrecht nicht nur eine sehr dynamische, sondern eben auch eine praktisch ungeheuer wichtige Materie.